Mit etwas Glück würde Gryffindor mit Minuspunkten ins neue Juli. Ja, genau. Mit etwas Glück würde Gryffindor mit Minuspunkten ins neue Juli. Jetzt sage ich schon wieder. Julia statt Julia. Nein, das. Nein, nicht das. Das Weasel und das Grange. Ich hätte es gefeiert, wenn er jetzt gesagt hätte, das Biest und, der Wies und das Wiesel oder irgendwie sowas. Das Wiesel und das Granger. Also na klar, da ist ein Komma. Man sagt halt das Wiesel und das Granger, aber... Weil er in eine Muggelgeborene verliebt war. Halt. Halt, stopp! Ich glaube, das wird heutzutage fast keiner mehr kennen. Dieses Halt, Stopp, woher das wirklich kommt. Halt, Stopp, es bleibt alles so, wie es ist. Und außerdem war es bescheuert, Leute beim Nachnamen zu nennen, mit denen man rummachte. Es ist allgemein bescheuert, Leute beim Nachnamen zu nennen. Also zumindest habe ich so das Gefühl, weil hier spricht man sich ja eigentlich nicht mit dem Nachnamen an. Also zumindest nicht unter den Kindern. Wenn ich jetzt irgendwo arbeite und jemanden sieze oder auch die Kunden sieze und sie dann mit ihrem Nachnamen anspreche, ist das eine Höflichkeitsbezeugung und etwas Respekt. Aber ich habe zum Beispiel meine Freundin nie mit dem Nachnamen angesprochen. Ich meine, klar, jeder von uns hat immer diesen einen Freund im Freundeskreis, der nur mit dem Nachnamen angesprochen wird und das ist auch sein Name. Keiner weiß, wie er mit Vornamen heißt, so nach dem Motto. Aber das hat mich, ehrlich gesagt, damals irritiert, dass die in Harry Potter sich auch mit dem Nachnamen ansprechen. Also nicht, dass es mich so extrem stört, aber das ist halt so ungewohnt für mich gewesen, weil das halt hier einfach keiner macht. Keiner nennt mich beim Nachnamen. Jeder nennt mich entweder mit einem Spitznamen oder halt bei meinem Vornamen. Und das hat mich immer so irritiert, dass die immer Potter und Malfoy gesagt haben. Ich meine, es macht ja auch irgendwo Sinn, weil dann kann man unterscheiden, wer wirklich einem nahesteht und wer nicht, so für die Geschichte. Und ich gucke jetzt zum Beispiel auch viele Animes, da ist es ja, in Japan ist es zum Beispiel auch üblich, sich mit dem Nachnamen anzusprechen und nur gute Freunde und Familie nennen dich beim Vornamen. Aber dass das in England auch so gemacht wird, das war mir halt einfach neu. Da habe ich ja voll den Vortrag gehalten.